und einfach nur schnell wegzukommen. Und genau in diesem Moment kam die Polizei. Wir waren am Ende des Waggons und versuchten uns unauffällig zu verhalten. Yo. Was geht ab, Leute? Scheint-Service wieder am Start mit einem neuen Video. Und diesmal wieder mit einer neuen Folge Amazing Graffiti Stories. Und am Ende des Videos erzähle ich euch noch etwas über gemeinsame Projekte, die ich momentan geplant habe. Also schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Ich will gar nicht so viel quatschen und fangen wir sofort an. Let's go! Es war ein Samstagvormittag und es war ein sehr schöner Herbsttag. Ich und ein Kollege entschieden uns, loszuziehen. Wir hatten an diesem Tag nicht wirklich Lust auf Action, aber wollten einfach nur einen chilligen Tag verbringen, bei Musik, Getränken und die Wände verschönern. Dabei etwas reden und einfach mal den Alltagsstress komplett abschalten. Zuerst einmal haben wir uns Getränke gekauft und dann mussten wir uns noch mit Dosen versorgen. Nun ging es weiter zu unserem ausgemachten Ziel. Wir entschieden uns, in eine leerstehende Papierfabrik einzusteigen, in der wir und auch andere Personen bereits einige Male vor uns waren. Es war also ein bekannter Treffpunkt der lokalen Graffiti-Szene, aber dennoch geschützt vor der Öffentlichkeit, da es auf den ersten Blick durch verriegelte Tore und abgeschlossene Türen von außen wie stillgelegt aussah. Wir trafen uns mit den ganzen Sachen und fuhren noch ca. 45 Minuten mit der S-Bahn, bevor wir am Zielbahnhof angekommen waren. Als wir am Bahnhof waren, trafen wir zufällig noch andere bekannte Gesichter, die ebenfalls zur Papierfabrik wollten. In einer Gruppe von 9 Personen machten wir uns also auf den Weg in Richtung Papierfabrik. Als Eingang diente uns ein Rohr, welches waagerecht auf den Boden lag. Es hatte einen Durchmesser von ca. 1,5 Meter und ist etwa 10 Meter lang. Und durch dieses Rohr mussten wir nun durchkriechen. Wir verknoten unsere Taschen und Beutel und schickten die erste Person samt den Taschen durch das Rohr. Diese zog am anderen Ende einfach an der ersten Tasche, wodurch alle anderen nachkamen. Das vereinfachte den Einstieg durch das enge Rohr extrem. Drinnen angekommen teilten wir uns auf. Das Gebäude verfügt über 4 Etagen mit enorm großen Hallen. Ich und mein Kollege entschieden uns, allerdings an die Wand im Innenhof zu malen. Mit aufgedrehter Musik, offenen Flaschen und Dosen fingen wir an. Die Zeit verging schnell und man genoss den Moment. Nach 3 Stunden waren wir bereits fertig mit unseren Bildern. Fotos waren auch schon gemacht. Wir saßen nur noch da und unterhielten uns. Wir hatten eine Menge Spaß und haben jede Menge Geschichten erzählt. Plötzlich sahen wir einen weiteren Kollegen von uns auf dem Dach des Nebengebäudes. Der versuchte uns irgendetwas zu sagen. Er schrie mehrfach laut vom Dach herunter, doch wir verstanden kein Wort. Schließlich rief er uns an. Er teilte uns mit, dass in einer anderen Halle ein Feuer ausgebrochen sei. Im Schock packten wir unsere Sachen zusammen und überlegten, wie wir aus der Situation herauskommen konnten. Der Innenhof war nur von einer Seite zugänglich, vom Gebäude aus. Sollen wir echt durch das brennende Gebäude raus? Es kamen die ersten Sirenen, doppeltes Pech. Wir erfuhren, dass das Feuer im obersten Stock ist, worauf wir uns entschlossen, unser Glück zu versuchen und durchs Erdgeschoss zum Rohr zu gelangen. Wir rannten so schnell wie wir nur konnten. Im Gebäude war bereits ein dichter und fürchterlicher Gestank und jede Menge Rauch zu sehen. Doch dann haben wir es durchs Gebäude geschafft und sind am Rohr angekommen. Wir haben es durch das Gebäude geschafft und sind am Rohrende. Jetzt gilt es nur noch durch die durchzukriechen. Unter Adrenalin durch das Rohr, immer mit dem Gedanken im Kopf, bitte steht keine Polizei am Rohrende. Glück gehabt, es stand keine Polizei dort. Das Rohr war nämlich abseits des Haupteingangs, deshalb hatten wir keine Polizei gesehen. Wir machten uns auf den Weg zum Bahnhof. Wir entschieden uns, die nächste Bahn zu nehmen und einfach nur schnell wegzukommen. Die Bahn kam, falsche Richtung, aber ganz egal, wir stiegen ein. Und genau in diesem Moment kam die Polizei. Sie liefen gerade die Bahnhofstreppen hoch. Dann hielten sie den Fahrer davon ab, loszufahren. Wir waren am Ende des Waggons und versuchten uns unauffällig zu verhalten. Nichts genutzt. Sie kamen geradeaus auf uns zu, ihr zwei da vorne, aufstehen, mitkommen. Wir taten, was sie sagten. Die Bahn fuhr ohne uns ab. Das Gespräch mit der Polizei nahm seinen Lauf. Nachdem sie unsere Personalien aufnahmen und einer der zwei Polizisten über Funk unsere Namen, Ala, Emil, Nordpol, Gustav und so weiter weitergaben, nannten sie uns den Grund, weshalb sie uns aufhielten. Brandstiftung. Ich schaute überrascht zu meinem Kollegen rüber. Der Polizist fuhr fort und machte uns klar, dass ein Zeuge eine Personenbeschreibung abgab, die auf uns genau zupassen sollte. Ich fing mir an, Hoffnung zu machen, ungeschädigt aus der Situation herauszukommen, da sie uns wegen Brandstiftung anhielten und nicht wegen des Graffitis. Wir hatten ja nichts mit der Brandstiftung zu tun. Doch da kam das Problem. Ein Polizeihubschrauber hat uns aus der Luft auf dem Gelände gesichtet. Nun, für die Polizisten entstand folgendes Bild. Wir waren auf dem Gelände, aber sagen, wir haben nichts mit der vermeintlichen Brandstiftung zu tun.
Was also haben wir dort gemacht? Jetzt erst baten sie uns, unsere Taschen zu öffnen. In diesem Moment verschwanden all meine Hoffnungen auf ein gutes Ende. Sie sahen die Dosen, unsere Handschuhe und die Kamera. Sie schickten uns runter zum 9er Polizeibus. Wir sollten einsteigen, hinten auf der Bank, nebeneinander. Die Polizisten blieben draußen und klärten über Funk ein paar Dinge. Das war aber auch unser Glück. Mein Kollege wollte währenddessen Schlimmeres verhindern. Er packte sich seine Kamera und entfernte die Speicherkarte. Er wusste nicht, wo er sie hinstecken sollte. Kurz entschlossen schob er sie sich in seine Socken. Dann kam auch schon der erste Polizist ins Auto. Sie stellten uns die üblichen Fragen. Anschließend sollten wir wieder aussteigen. Sie untersuchten uns auf spitze Gegenstände oder Waffen und nahmen dabei erstmal die Kamera wahr. Keine Chance, sagte mein Kollege, als der Polizist nach der Kamera griff. Die Speicherkarte steckt noch in meinem Laptop zu Hause. Zu unserer Überraschung nahm der Polizist diese Aussage einfach hin und kümmerte sich nicht weiter um die Kamera oder um unsere Taschen. Nun sollten wir fotografiert werden, wie Gefängnisinsassen. Von vorne, von der Seite. Des Weiteren fotografierte er unsere Handschuhe, um die benutzte Farbe festzuhalten. Ich fragte ihn, was das für Konsequenzen haben wird. Als Antwort darauf bekam ich ein, das wird dir der Richter beantworten. Ihr könnt gehen. Das kam ziemlich plötzlich. Wir konnten gehen, mit all unseren Sachen. Naja. 2 Wochen später bekam ich einen Brief. Mit der Aufschrift, Landesgericht und dem Emblem meiner Stadt. Ich wusste sofort, weshalb ich diesen Brief bekam. Für mich war es nur noch eine Frage nach dem Ausmaß der Strafe und nicht, ob ich eine Strafe bekomme. Yo, das war's auch schon von der Geschichte. Dankeschön an den Dude, der mir das Ganze geschickt hat. Und nochmal ein großes Danke draus an alle, die mir E-Mails schreiben, ja? Denn wenn du Bock hast, dass deine Geschichte mal vorgelesen wird, dann schreib sie mir doch einfach an die E-Mail-Adresse, die unten in der Beschreibung verlinkt ist. Dazu muss ich sagen, lasst euch bitte Zeit für diese Geschichten. Denn so ganz kleine, kurze Geschichten, da lohnt es sich kaum, ein Video drüber zu machen, weil das wäre dann nur ein 30-Sekunden-Video. Das heißt, lange Geschichten, die ganz, ganz lang sind, haben auf jeden Fall Priorität. Ich hoffe, die Story hat dir gefallen und ich hoffe auch, dass dir das Graffiti im Hintergrund gefallen hat. Wenn ja, dann gib dem Video doch einfach einen Daumen nach oben, würde ich mich mega drüber freuen. Und wenn du keins meiner neuesten Projekte verpassen möchtest, dann abonniere einfach den Kanal, dann wirst du über jedes neue Projekt von mir sofort benachrichtigt. Zu 2 von diesen Projekten komme ich nämlich jetzt. Das eine ist ein Exchange-Projekt. Das heißt, ihr malt meinem Namen und verlinkt mich auf Instagram. Ganz wichtig, verlinkt mich auf Instagram, Shine12Graffiti. Und dann nehme ich mir eine riesengroße Leinwand und werde jeden Namen da drauf tacken, der mich auch verlinkt hat. Das heißt, ich werde mir jede Menge Mühe für diese Leinwand geben, werde sie vorher noch anstreichen und werde jeden Graffiti-Namen da drauf tacken von euch, von der Community, auch als Dankeschön und werde mir das Ganze im Wohnzimmer aufhängen, weil ich das einfach so cool finde, wie sehr ihr hinter mir steht. Und das Ganze gilt noch bis zum 22.09. Eigentlich habe ich gesagt bis zum 6., aber weil viele gefragt haben, ob ich es noch länger machen kann, geht es jetzt bis zum 22.09. Das andere Projekt heißt Hashtag Fragschein. Es geht ausschließlich darum, deine Fragen zu beantworten. Ich verlinke dir einfach das passende Video hier oben rechts dazu. Schau dir das an und dann kannst du alle Fragen, die du hast, gerne an mich stellen. Und für mehr Videos abonniert einfach diesen Kanal, denn es gibt jeden Sonntag um 11 Uhr ein neues Video. Und vergiss nicht, mir auf Snapchat und Instagram zu folgen.